Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Aerial Loop Tutorial bei Crazy Sports Augsburg mit mir, Janine Rebel. Ich sitze heute schon oben, dann müsst ihr euch das nicht immer antun, mir zuzusehen, wie ich darauf komme. Heute wollen wir eine Figur auf oben ausprobieren, die heißt Shoulder Stand Gazelle oder Gazelle. Dazu brauchen wir den Hub hier entlang an der Außenkante unserer Arme, haben einen Fuß vorne am Hub und ein Bein lassen wir hängen. Wir greifen auf 10 Uhr und 14 Uhr, fast schon 11 und 13 Uhr, richtig fest umgreifen. Wir ziehen uns hoch, kommen nach oben, hängen ein Knie ein, haben wir einen neuen Grippunkt. Jetzt gehen wir runter und rutschen mit dem Bein nach, sodass wir den Hub hier hinbringen können. Jetzt umgreifen wir von außen und ziehen einen Fuß hier ran und das andere Bein lassen wir hängen. Rausgehen ist ganz einfach, zapp, zapp, aber bitte nur, wenn der Hub tief genug hängt und achtet darauf, dass ihr guten Grip habt mit den Händen. Wichtig ist, ihr kommt, wenn ihr runterrutscht, hier runter. Ich zeige es euch nochmal so. Hier. Wenn ihr da bleiben würdet, habt ihr keinen guten Grip mit den Händen und keinen guten Druckpunkt. Das heißt, wenn ihr schon richtig liegt, hier hinten, ja, es ist eigentlich eher oberer Rücken, Schulter ist es nicht wirklich, es ist hier so unterhalb des Schulterblatts. Dann umgreift ihr den Hub einmal hier von innen nach außen und auf der anderen Seite. Dadurch bringt ihr den Hub hier an die Außenkante des Arms und hierhin und habt zwei neue Grippunkte mehr. Schauen wir es uns nochmal an. Ihr müsst es doch nochmal ertragen. Ich versuche die andere Seite. Schön fest greifen, hoch, einhängen, jetzt rutsche ich nicht gescheit, tief kommen, mit dem Bein nach, einmal außenrum, zweimal außenrum und hängen lassen. Rauskommen, vorsichtig, nicht schnelzen lassen, Spannung bis zum Schluss halten, Shoulder Stand Gazelle. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.